Geld oder Leber, das war 1986 ein Filmtitel, natürlich mit dem Titan der deutschen Witz- und Vergnügungsindustrie, Mike Krüger. Und mit Falco. Das haben wir nämlich bei knallharten Recherchen rausgefunden. Falco wollte mal Filmstar werden. Lag ja auch nahe, denn immerhin hatte er mit Rock Me Amadeus einen Nummer-1-Hit zu einem Film abgeliefert. Und wenn man Nummer-1-Hits zu Filmen abliefert, dann muss man ja wohl irgendwie auch schauspielern können. War dann zwar irgendwie doch nicht so, aber Falco hat trotzdem gesagt, der Dreh, das wäre der bestbezahlte Urlaub seines Lebens gewesen. Zum Thema Dreharbeiten kann ich euch ganz andere Geschichten erzählen, aber lassen wir das, das wird zu lange dauern. Hier ist der Hölzelhans mit der Nummer 4, Falco und The Sound of Music.